Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf Train. Hey, guck mal da. Eine richtig exotische Map, ne? Zumindest ein Overwatch-Ding. Hallo? Will der mal loslaufen? Der Vogel? Ich verstehe schon, warum du gebannt, gereportet wurdest, du Vogel. Er ist mit der Bombe am... Oh, shit, Alter. Da bin ich aber auch so ein bisschen... Oh, guck mal, was sind das ja für Stedarinis? 28,5, holla, die Waldfee. Und er hat aufgegeben, oder was? Hier, der Suspect. Oh, nee, komm schon, auf jetzt! Was war denn das? Was sucht er denn jetzt gerade auf dem Boden? Suspect, komm schon, nein. Hacker, wo ist das Hacker, oder wie? Alter, ich hab mich so gefreut, ne? Ich dachte, geil, Train, und die Terroristen verlieren. Na gut, dann ist es ja eigentlich, ne? Weißt du, das ist so ein typischer Fickvogel. Alter. Er sieht... Aber er trifft aber auch irgendwie nichts, ne? Er sieht, da ist jemand im Gegnerteam, der drückt ganz schön rein. Ich mach vielleicht mal an. Hallo? Mate. Alter, was passiert denn jetzt hier gerade? Die Demo fliegt in mir vorbei. So, jetzt aber mal ganz ruhig, gell? Demo-Line. Wer guckt, was ist denn da unten los? Ist da vielleicht Geld? Verschissener Drecksack, Alter. Er macht wirklich zum Ende hin an, aber... Jetzt bin ich gerade aktuell... Okay, jetzt scheint er da doch was zu treffen, weil eben hat er überhaupt nichts getroffen mit seinem Scheiß. Der war wohl nicht gescheit eingestellt. Sofern jetzt der andere... Oh, der Taurus ist schon tot, okay. Wollte gerade sagen, wenn er vermutet, dass er sei ein Hacker, der hier... Und der vielleicht wirklich einer ist, dann ist jetzt hier halt die Frage, wessen Hack besser ist. Ja, das ist dann... geht dann schon in Richtung... Also, es ist dann Hack vs. Hack, aber halt eben auf nicht auf einem richtigen Hack vs. Hack-Server, sondern im Matchmaking. Was eine Riesenschweinerei ist, aber es geht natürlich nicht, ja. Wenn Hacker untereinander spielen, Hack-Team versus Hack-Team, dann ja, können sie ja so viel spielen, wie sie wollen. Aber nicht auf offiziell wachsicurten Server. Und dann da ihr Unwesen treiben. Unwesen? Ihren Schabernack treiben. Auf komm, mach jetzt irgendwas noch. Ich will jetzt in der nächste Runde und gucken, wie er gegen den anderen Hacker, wie er da so spielt. Taurus ist welche Nummer? Warte mal. Das hier muss. Halt mal kurz. Stopp mal. Warte mal. Also Taurus ist, haben die ja keine Nummern, die Fickel? Oder zählt man von oben durch, ist er Nummer 6? Ich weiß es nicht. Pass auf. Taurus ist schon weg, okay? Also sofern Taurus ein Hacker ist, kann man wohl jetzt schon sagen, dass der Hack von ihm nicht so gut ist wie seiner. Wie sein nach Geld such Hack. Das drücke ich jetzt wieder weg, ich dödel. Das ist halt echt fucking lame. Ich bin gerade aktuell am Vorbereiten für einen neuen Podcast und habe aber eben einen Anruf bekommen von meiner Freundin, dass sie jetzt schon gleich am Start ist. 2 Stunden eher als erwartet. Darum werde ich den Podcast heute nicht fertig bekommen. Das ist der Wege Overwatch. Ja, das ist jetzt natürlich auch kacke, ne? Komm, hopp. Das kann man eigentlich verhuddeln. Ich spule mal jetzt in die nächste Runde hinein. Speziell auf das Treffen mit oder gegen Taurus. Er geht jetzt gerade in Popdoc hoch. Meine Güte, das ist so krepelig zuzusehen, ne? Achtung. Batsch! Oh, Nautilus ist weg. Sheep ist weg. Die anderen sind on spot. Würde mich interessieren, ob die jetzt am Schluss dann noch gewonnen haben. Wir werden es nicht sehen, weil die Demo nicht so weit geht. Aber so wie es aussieht, der Beste vom Gegner-Team ist jetzt auch wieder ausgeschaltet. Ist er weg. Ich erlaube mir einfach mal zu vermuten, die Vermutung auszusprechen, dass Taurus kein Hacker ist. Das sage ich jetzt einfach so, im Spaß. Ich sage, dass es vielleicht ein Smurf ist, der natürlich auch ohne Berechtigung jetzt hier rumspielt, der auch ein Drecksack ist, ja. Aber das ist halt drecksäckelig auch 10, dann einfach anzumachen. Ja. So, was kann natürlich auch zustande kommen, das wissen wir aus einer ganz unangenehmen Konstellation von Ranks, kann sowas zustande kommen. Wir hatten schon Spiele, wo wir sehr durchmischt in den Spiel gegangen sind und auf einmal hatten wir 2 Global im Gegnerteam, obwohl wir Max Lem waren oder sowas, waren dann 2 Global und das, die ganzen Ranks waren voll durch und diese beiden Globals haben dann auch ordentlich gedrückt, sowas kann passieren. Und wenn du halt dann so einen Vogel hast, der dann meint, er muss anmachen, dann ist es absolut behindert, wirklich. Das ist kacke. Also, ja. Aber natürlich ist Smurfen auch nicht gut. So, ich spule jetzt durch, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mir die Kacke hier zu geben, mit dem Vogel. Ah, das war's schon, oder was? Nee, das war's noch nicht. Wir lassen uns jetzt mal auf 4-Fahrer-Ding und oh, er hat gefressen! Monsieur, verliert er etwa noch? Warte mal, verliert er noch?
Komm schon, bitte. Ich drücke ihnen ganz fest die Daumen, dass sie verlieren, die CTs. Nein, nein, nein! Oh, die T's haben jetzt einen Bot. Oh, Schissel. Okay, gut, das war's. Ah! Das ist jetzt echt ärgerlich. Ich weiß nicht, ob ich den Fall nehmen soll oder ob ich jetzt einfach auf den nächsten warte. Das hier ist kein nächster. Das ist auch der aktuelle. Wenn ich jetzt hier gleich durchdrücke, muss ich bestimmt noch mal ein paar Minuten warten, bis der nächste kommt. Wie viel waren das denn? Das waren jetzt 5,5 Minuten. Na, ist halt echt schwach. Das ist echt schwach, wirklich. Okay, wir machen es so. Pass auf. Das mache ich jetzt dann gleich, ne? Nach der Aufnahme drücke ich das, was man hier drücken muss gegen den Beutel. Ich denke, es ist recht offensichtlich, was er hatte, ja? So, aber jetzt die folgende Frage, und zwar für ein kommendes Giveaway habe ich eine Umfrage auf Twitter bereits hochgeladen, und zwar, was euch lieber ist. Und zwar, wollt ihr als großes Ding lieber ein Knife oder ein paar Handschuhe? Die Umfrage, wenn ich es nicht vergesse, werde ich es auch hier verlinken, hier unten drunter. Eine Antwort kam schon, so von wegen, ja natürlich Handschuhe, ne? Die sind ja viel wertvoller als Knife. Also jetzt nicht nur in Sachen wirklich Wert 1 zu 1 in Euronen, sondern halt, die sind irgendwie, kommen sie einem zumindest immer noch seltener vor als Knives. Knives gibt es schon so lang, Handschuhe noch nicht allzu lang oder noch nicht so lange wie Knives und darum Handschuhe. Wie sieht's bei euch aus? Aber wisst ihr was? Ich mache keine YouTube-Umfrage rein am besten. Doch, die mache ich auch rein. Das kann ich ja dann vergleichen. Ich mache eine YouTube-Umfrage rein, aber mache auch die Umfrage, verlinke euch die Umfrage von Twitter, sofern ich es nicht vergesse. Und falls ihr Twitter habt, würde ich mir wünschen, dass ihr da am besten die Umfrage macht und nicht hier auf YouTube, damit ich da ein einheitliches Ergebnis habe. Aber wenn ihr Twitter nicht habt, dann könnt ihr hier auf YouTube natürlich abstimmen. Ja, das wäre wichtig für die nächste Sache. Soweit so gut. Ja, ach ja, und natürlich eure Einschätzung, ob der andere im Gegnerteam auch gehackt hat oder nicht. War das jetzt ein Hacker versus Hacker Spiel? Waren das zwei Hacker, so irgendwie werde ich den Titel schreiben, oder war das nur einer, der angepisst war, dass sie verlieren, ja? Klar, ist schwierig zu sagen, weil wir haben ihn nicht zugeschaut. Einfach mal so, was eure Vermutung ist. Ja, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, nach den Stats schauen, wie die so aufgebaut waren, wie normal ihr das haltet. Ja, es gibt ja immer so einen gewissen Baum oder eine Abfolge in den Stats. Ja, die ist ja selten. Diese Abfolge ist selten ganz mit ganz winzigen Schritten, sondern oftmals ist jemand da, der richtig reinbrecht, und ganz unten ist jemand, bei dem es halt nicht läuft. Von daher könnt ihr mal eure Erfahrungen spielen lassen und sagen, was ihr glaubt, was da am Start war. So, gut. Dann hassle ich es am besten so hoch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich muss wieder zurückfinden in meine alte Form und jeden Tag ein Video bringen. Alter, mich hat das voll abgefuckt, dass ich jetzt die letzten, ich glaube, 4 Wochen, jede Woche mindestens an einem Tag nichts gebracht habe. Ich habe über 1,5 Jahre täglich geuploadet und habe solche Holper auf einmal drin. Also das gefällt mir nicht, da muss ich mir noch ein bisschen an den Ohren ziehen. Weil von der Zeit her wäre das schon möglich. Ich muss es nur besser koordinieren und so weiter, aber es wäre auf jeden Fall möglich. Alter, warum ist hier eine Ameise drin? Ah ne, was ist denn das? Komm mal her. Das ist für ein Vieh. Katze, macht aber was. Die Katze liegt und schläft. Naja. Irgend so eine kleine Minimücke. Sah aber aus, irgendwie nicht wie eine beflügelte Ameise. Jetzt habe ich sie ja weggescheucht. Aber wie halt sowas ähnliches. Leute, vielen Dank für eure Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Macht's gut. Wir sehen uns morgen im Livestream live um 18 Uhr. Und heute halt hier im Video. Hallo, ciao, ciao.